In diesem Produktvideo stelle ich euch von Rhetoric eine weitere Videoschiene vor. Das ist also hier für so leichte Gleitfahrten, die man machen kann. Ich habe ja vorgestern schon mal die kleine gezeigt. Das ist die hier, die 35, logischerweise 35 cm lang. Und ich habe jetzt hier die V60-Version und die ist also 60 cm lang. Wie man sehen kann, ne? 35 ein bisschen über die Hälfte gegenüber der 60. So. Und ja, ich habe einen kleinen Film gemacht, den können wir uns gleich mal angucken. So ein paar Objekte wieder einfach, wie auch bei der kleinen Schiene ja vorgestern schon geschehen, habe ich das auch gemacht. Die ist natürlich auch hier unter dem Video verlinkt. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal an, was ich da so verbrochen habe. Viel Spaß beim Gucken. So, für alle, die es bis hierhin ausgehalten haben, das war also jetzt mal ganz kurz so der Film mit den kleinen Beispielen, die ich so gemacht habe. Ein bisschen einfach so rumgegangen und habe einfach so geguckt, was ich so finde. Und das ist also der Effekt, den man hiermit machen kann. Also es geht um ganz kurze Fahrten rein und raus und so weiter. Und ja, das war's eigentlich. Unter dem Video ist ein Link und der führt euch natürlich dann auf die Rhetoric Produktseite. Ich habe das jetzt mal so gemacht, dass da also die komplette Produktpalette von Rhetoric auftaucht. Ich bin auch hier, muss ich sagen, ein sehr, sehr großer Fan davon. Ich werde die beiden Schienen auch hier behalten. Die gebe ich jetzt nicht mehr aus der Hand. Werde ich versuchen, auch mal für den einen oder anderen Produktfilm dann einzusetzen, im privaten Bereich sowieso. Und ich kann also nur sagen, dass es wirklich eine ganz, ganz klasse Sache ist. Das war's. Unter dem Video ein Link, wie gesagt. Und ich sage mal einfach, bis zum nächsten Video.